Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Jawohl, wir waren hier stehen geblieben, als ich ein paar Türen anbringen wollte. Okay, das war cool. Ich gehe natürlich noch schnell nach oben und bringe mehr Türen an. Ich meine, ein bisschen von dem Holz habe ich ja noch, das bewahre ich mir dann allerdings erstmal auf. Ich mag nämlich diese hellen Türen tatsächlich überhaupt nicht. Die hier sind mir viel lieber. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier will ich auch Türen haben. Einfach weil. Ja, exakt aus jenem Grund. Weil. Ja, es gefällt mir besser so. So. Sowas hier kann man prima für Umkleideräume und sowas nehmen. Einfach weil da so ein Tuch vorhängt. Da finde ich das wieder cool. Hier zum Beispiel. Da geht das. Hier? Nee. Nee. Komm hier. So. Okay. Hier kommen natürlich auch Türen hin. Na, deshalb habe ich ein paar mehr gemacht. Ich weiß schon warum. Okay. Das war Humbug. Ich muss das hier von innen auf dieses Feld setzen jeweils. Dann habe ich nämlich hier so eine Ecktür. Das kann man anbieten. Muss man nicht, kann man aber. Einmal da, einmal da. Jo. Steht dann zwar ein bisschen hier über, aber das ist in Ordnung. Dann will ich das hier inbündig. Hier ebenfalls. Hier kommt ein Fenster hin. Sieht wieder bescheuert aus. So. So. Hier gab es dieses Dreierfenster und da war jetzt irgendwo die Überlegung, das eventuell so zu machen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh, ich brauche Treppen. Lulululu. So, Treppen. Da haben wir. Okay. Wundervoll. Die liebe Tsubaki war es, glaube ich. Die hatte, meine ich, das hier vorgeschlagen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Meinst du das so, oder? Dann hier drunter Fenster machen. Macht aber so mit den Treppen nicht funktionieren, deshalb mache ich es einfach so. War doch richtig? Hatte ich dich richtig verstanden, ne? Ist ein bisschen was Alternatives mit der Höhe. Ah, da bräuchte ich jetzt eigentlich einen Riesenhaufen Sand für Glas. Als nächstes. Ja. Ich meine, Türen habe ich soweit alle angebracht? Nö. Okay. War hier schon eine Tür drin? Nee, da kann ich aber wieder die hier nehmen. Das ist ja im Grunde genommen dann die Tür zur Küche. Das hier war redundant. Ich wollte eigentlich die Tür wieder schließen. Komm. Ja. Okay, die Frage ist jetzt, welches Glas will ich denn haben? Huch, nee. Glas. Ist da irgendeins von, was mich tatsächlich richtig anspricht? Soll jetzt natürlich nicht so aufwendig wirken, das ist ja nur eine Burg. Das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Das hat so ein bisschen was Gotisches. Hellblaue Glasscheibe. Oder die blaue halt. Die blaue ist auch sehr, sehr schön. Blauer Farbstoff. Muss ich irgendwie blauen Farbstoff herstellen? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das ging. Ich hole mir jetzt erstmal Sand. Ich hole mir jetzt erstmal richtig viel Sand. Okay.
Und ich glaube, ich breche mich hier durch. Also, nicht mich selber, sondern ich breche hier die Wand durch. Werde hier irgendwie einen Abstieg nach unten basteln. Ihr habt ja gesehen, wie gut man hier hochkommt, nämlich überhaupt nicht. Es ist einfach ein Missstand, den ich gerade mal kurz behebe. So, und zwar mache ich das dann ab hier. Und so kriege ich auch wieder ganz schön viel Stein. Ist doch auch gut. Aber es ist ganz schön viel. Auf jeden Fall nochmal, würde ich schätzen, so einen halben Stack. Okay. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie ich genau hier weiterbaue. Ich glaube, ich habe da schon so einen Plan. Okay. Und Jubelfreude, es wird wieder dunkel. Ich brauche hier dringend mal wieder ein bisschen sehr viel Wolle. Ich muss die Tage doch mal wieder nach Hause. Schafe scheren und so. Okay. So, noch eins runter. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich hier runter baue. Mal gucken. Auch nicht so die beste Option. Ich glaube, ich baue hier einfach geradeaus. Habe ich denn noch ein bisschen Erde dabei? Natürlich. Habe ich alles. So. Vorsichtig einmal hier runterbauen. Und wieder weg. Frage ist jetzt, auf welche Höhe ich will. Okay. So, will ich das haben? Oh je. Ich gehe nochmal ganz schnell nach oben. Das sieht so toll aus bei Nacht. Sieht richtig klasse aus. So, jetzt kann ich auch die Tür hinter mir zumachen. Dann kommt hier auch kein irgendwas rein. Ja, jetzt wo die Quests erstmal beiseite sind, könnte ich theoretisch auch wieder die Creeper aktivieren. Weil ja jetzt keine Gefahr mehr läuft, dass ich hier irgendwie irgendwas Questrelevantes wegsprenge. Ja. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Wollt ihr Creeper drin haben? Also, die sind ja drin, aber die können nicht zerstören. Wäre das für euch wünschenswert. Wollt ihr das sehen? Wie mir schon mal jemand das Haus unterm Hintern wegsprengt. Falls ihr da irgendwie Spaß dran habt. Ihr alten Sadisten. Könnt ihr es mir gerne mal schreiben. Also ich werde nicht abgeneigt. Brauch's aber auch nicht. Sagen wir es so, wie es ist. Ach, Moment, Quatsch. So. Ich glaube, ich will tatsächlich so die Höhe. Okay. So, und wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Und da würde ich einfach mal sagen, mache ich gerade noch mal das hier soweit ein bisschen fertig. So, ist jetzt erstmal provisorisch und dann zeige ich euch jetzt mal was völlig anderes. Und zwar gehe ich mal ein bisschen auf den Server. Zeig mal, was ich hier gebaut habe.
Der Server ist natürlich passwortgesichert, da kommt man so nicht drauf. Und nein, ich werde es nicht weitergeben. Schlicht und einfach, weil das nicht meine Map ist und... Nee. Ist nicht mein Server, ich bin hier nur zu Gast. So, hier sieht man ein paar Säulen und ich habe hier so ein paar ärmliche Sachen drunter gesetzt. So ein paar ganz einfache Häuser. Und was sind das hier für Säulen? Na, die von meiner Kathedrale. Ich habe sie ja Gott sei Dank überhaupt nicht übertrieben oder so. Und die ist ein bisschen düsterer. Das ist die Kirche der schwarzen Sonne mit Totenopferungen. Na, was heißt Lebendopfern? Lebendopfern. Ne? Recht beeindruckend, recht cool, recht düster. Fehlt natürlich noch ein bisschen Einrichtung. Aber an sich seht ihr ja schon, wie es gemeint ist. Und ich finde es einfach recht beeindruckend. Bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Dann kommt man hier hinten raus. Kann man hier gucken. Und das ist dann hier so der Scheideweg. Leute, die wirklich tot sind und es verdient haben, kommen von hier in die Krypta. Zeige ich mal ganz kurz. Okay. Hier schön mit Lavalichtern. Das soll da nicht hängen. Naja. Na, hier rennt man lieber, ist okay. Okay, dann hat man hier die Krypta. Auch ein Mordding. Hier sind halt Särge mit Leichen drin. Ja, ne? Dann hat man hier wirklich Tausende von Toten aufgebahrt. Und da hinten, das zeige ich erst später. Auf jeden Fall. Zeige ich dann nochmal kurz das, ja, sozusagen das Allerheiligste. Ja. Das ist so der hohe Altarraum in der unterirdischen Kammer. Gibt es ja natürlich noch ein paar Seitenkammern mit ein bisschen Zeug drin, Knochenmehl. Nee, ich weiß nicht, ich muss das nochmal ein bisschen ordentlich ausstatten. Jawohl. Das, was hier meine Kumpels gebaut haben, werde ich erstmal nicht zeigen. Da hole ich mir erstmal die Erlaubnis. Wir haben allerdings teilweise auch was ziemlich Cooles gebaut. Oh, ein Tag-Nacht-Wechsel ist inzwischen aktiviert. Sehr cool. So, und das hier ist der Schlangenkopf. Sieht noch ein bisschen ungestaltet aus. Finde ich allerdings an sich ganz interessant. Ne? Und hier werden dann Gefangene und so weiter geopfert. Und werden dann hier runtergeschmissen. Direkt in die brennende Grube. Und so kommt man halt von hier in die Krypta. So, einmal das. Lalalala. Von hier sieht auch cool aus. Richtig schön. Vor allem bei Nacht jetzt. Ist total gut. Ja, hier die Häuser auch in dem Stil der Kathedrale gehalten. Nur das zeige ich dann gleich noch. Dann hier dann natürlich ein Turm. Weil ich Türme sehr gerne baue. Auf jeden Fall ist das hier dann sozusagen der Plateaugarten. So, hier ist dann wirklich so ein Wohnturm. Hier kommt man nochmal hoch. Das Obergeschoss mit Schlafzimmer. Ein sehr, sehr geilen Ausblick. Kann man verdammt weit gucken. So. Ja, ansonsten kann man auch mal zeigen, wie man hier runterkommt. Nennt sich Treppe, ist eine eigene Erfindung. Dann hat man hier unten noch so einen kleinen See. Werde ich noch ein bisschen einrichten. Hier kommt man schlicht und einfach in die Slums. Das werde ich auch noch weiter ausweiten. Diese ganzen Stelzen hier werden voll mit diesen Armutshütten. Soll so ein bisschen an die Schandstadt erinnern aus Dark Souls, falls das jemand kennt. Dark Souls, ja? Ja, nee?
Dark Souls? Dark Souls ist geil. Werde ich eventuell mal streamen, falls man Interesse daran zeigen sollte. Ich habe auf jeden Fall Interesse. So, da wären wir wieder am Haupteingang. Hier vorne soll dann halt noch ein bisschen Wohnzeug hingebaut werden. Und hier, das soll alles noch erschlossen werden. Ihr seht, das Gebiet an sich ist auch mal wieder richtig geil. Ich habe mir mal wieder den coolsten Berg rausgesucht. Hier hinten kommt noch was drauf. Auch eine relativ große Halle. Hier habe ich jetzt erst angefangen. Da hinten kommt man zum Gebiet meiner Leute. Ich bin da so ein bisschen außerhalb. Das hier ist noch nicht repariert. So. Okay. Jetzt ist repariert. Ja, das ist jetzt die große Eingangshalle in mein Reich. Und ja, das hier ist eine theokratische Großstadt. Also Theokratie heißt ja von einem Gottesdiener geführt. Hier ist sozusagen der Papst dieser Welt. Und ja, was hier in die Halle kommt, weiß ich noch nicht genau. Das steht noch in den Sternen. Wahrscheinlich auch etwas, was da thematisch natürlich sehr gut reinpasst. Das schwarze Glas sieht total cool aus. Ja, hier oben hat man auch halt einen Turm. Werde ich noch irgendwann mal irgendwas reinbauen. An sich eine sehr coole Sache. Hier unten hat man noch eine ziemlich coole Höhle. Werde ich auch noch was bauen. Ach ja. Ihr seht schon, ich habe so ein bisschen dieses mit den Stelzen übernommen. Einfach, weil ich das sehr, sehr cool fand. Hier drunter kommt natürlich noch eine Anbindung an die U-Bahn. Die ist noch geplant. Ist noch nichts gebaut. Und hier hat man Türme, die einmal komplett nach oben führen. Einmal komplett. Dann kann man hier oben halt hoch und da ist die Glocke. Ja. Hier ist die zweite Glocke. Soweit ziemlich cool. Finde ich persönlich zumindest. Und hier unten hat man halt noch den Durchgang. Nochmal den zweiten Turm. Ja. Ja. Das ist erstmal so passiert bisher. Ist schon ordentlich. Aber da fehlt noch einiges. Da wird auch noch einiges dazukommen. Wenn ich dann mal öfter hier zum Zocken komme, dann wird das auch relativ schnell klappen. So, was könnte ich dir noch zeigen? Höchstens noch die Räume des Papstes sozusagen. Trotz all des Todes und so weiter ist der Mensch doch relativ... ja. Zurückhaltend. Bescheiden. Bescheiden ist das Wort, was ich suche. Hat hier sein kleines Räumchen. Hat allerdings ein ordentliches Badezimmer. Mit Klo. Und ja. Ist ganz lustig. Einen Kaktus hat er. Hier ein bisschen was zum Brauen. Und ganz interessant. Das hier wird dann wahrscheinlich so die Wasserversorgung für das arme Dorf. Ja, es ist sein Klo. Und ja, das ist Absicht. Na, ich will einfach die Diskrepanz zwischen Arm und Reich hier darstellen und. Ja. Ich glaube, das ist auch durchaus gelungen, vor allem wenn man hier direkt den Weg hat in die Slums rein. Das wird dann noch richtig ausgebaut, ne? Also so ist das ja nicht. Oh. Doch, es wird jetzt gleich Tag. Boah, das sieht krass aus im Mondschein. Nee, sehr cool. Dann würde ich sagen, mit diesen Bildern war es das für heute.
ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich mal öfter ein bisschen was vom Server zeigen soll, schreibt mir das liebend gerne. Halte ich euch ab und zu mal so ein bisschen auf dem Laufenden. Ja, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Bin auf jeden Fall bisher ganz zufrieden. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es da wieder heißt Minecraft. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen wunderschönen Tag. Tschüss.